die scheiß Kuma muss jetzt weg. Ja. Ja, dann machst du das weg. Ich krieg's gerade nicht hin. Ich hab's ja weggemacht. Hallo und herzlich willkommen wieder zurück bei World of Warships. Die alte Crew ist wieder unterwegs und wir sind mit der König unterwegs. Jo. Und wo ist denn? Ach, Sven ist da hinten. Der schippert da noch hinter mir ein bisschen rum. Ja, warte mal ab. Du. Wenn ich jetzt die Kohlen hier rinschmeiße, dann geht's richtig los. Hast du. Ja, dann mach mal. Schon dabei. Fahr mal hin. Gute deutsche Braunkohle, oder wie? Richtig. Ich würde sagen, wir Steuerbord. Mal zur Abwechslung, wir fahren auf der Insel. Ach, auf der Insel, auf dieser Map sonst immer Backbord, aber. Wir wollen ja auch mal neue Wege gehen. Okay. Ich würde sogar noch hinter der Insel hier langfahren wollen. Oh, diese hier. Noch nicht ganz. Okay. Sven und ich reden gerade so, was man dann noch so für Spiele spielen kann. Und, Naja, muss. Wir freuen uns dann natürlich. Achso, ja. Über Input, ne? Also. Ja, man muss präzisieren, was für Spiele ihr gerne sehen würdet wollen auf dem Kanal. Sagen wir es mal so rum. Was für Spiele man spielen kann, das gibt sehr viele. Auch sehr viele, auf die ich noch Lust hätte, aber. Nicht alle eignen sich für Let's Plays. Deshalb. Ist die Frage. Beziehungsweise die uns länger verfolgen, die wissen ja auch, wir machen ja nicht nur Let's Plays. Also, da sind ja auch Community Games dabei und sonst was alles. Also, oder Multi-Gaming-Sachen. Ach so? Was? Sowas gibt es? Das ist doch im anderen Kanal. Das haben wir zum ersten Mal gehört. Ja, was ist ein Battlefield Multiplayer zum Beispiel? Das ist doch ein Let's Play. Nee, ist ein Multiplayer. Naja, das fällt für mich alles irgendwie unter dieselbe Kategorie. Achso, sorry. Ja gut, nee, ich weiß, was du meinst. Okay, ja, wir haben die Unterscheidungen zwischen klassischen Let's Plays, wo einer von uns alleine irgendeine Story-Geschichte spielt, oder, so wie der gute Hannes, ein Aufbauspiel. Ja. Oder einfach nur 830 Schaden macht an der Karlsruhe. Ich habe in meinem ersten Treffer 8000 Schaden gemacht, ne? Zitadellentreffer. Alles aber auf die Kuma. Nicht auf die Karlsruhe. Die Karlsruhe schieße ich jetzt mal und treffe 830. Ja, die hat so ein Perk. Genau. Nur 830 Schaden. Okay. Also, was wo war ich stehen geblieben? Ja, die Unterscheidung zwischen normalem Let's Play, okay, und zwischen den Multiplayer-Sachen wie hier World of Warships und Battlefield 1. Und die Frage ist, was würdet ihr gerne sehen wollen, was könnte man machen? Also, wenn euch was einfällt, schreibt es in die Kommentare. Das wäre elefantös. Ob wir es dann noch machen, ist die andere Frage, weil wir müssen auch gucken, wie teuer das ist. Ich denke mal, das sollte klar sein. Wie schieße ich denn gerade? Bin ich derzeit komplett abwesend oder was? Hat sie gerade den Schuss gesehen? Also das war jetzt gerade schon wieder so ein bisschen verwirrend. Also wir versuchen jetzt nochmal auf die Karlsruhe. Weil die dreht auch schon wieder ab, also. Oh! Ich treffe gerade nichts. Tut mir wieder mal voll leid. Schieb dich gerade an. Ich weiß auch nicht, ob ich so unkonzentriert bin. Oh, die scheiß Kuma muss jetzt weg. So. Ja, dann machst du weg. Ich krieg's gerade nicht hin. Ich hab's ja weggemacht. Überhaupt ein Schiff zu treffen. Ja, das ist okay. Versuch's immer nochmal auf die Karlsruhe. So. Der Schuss. Ja, wenigstens mal 3500. Bin ich ganz so untergehe. So, jetzt müssen wir aber Punkte einnehmen auch. Oh, wir haben alle. Stimmt, ich hab gar nicht drauf geachtet. Ich habe so viel gequatscht jetzt. Oh, da ist ein Zerstörer direkt vor uns. Ja, der haut schon die ganze Zeit so. Ich fahr mal hinter dir, dann blockst du wieder ab. Ja. Oh. Ja, das war raus. Aber ich war's nicht. Nee. Das ist das Schöne gewesen, er hat sich irgendwie voll auf mich konzentriert.
Die Vajorin wird trotzdem noch 12 Torpedos mitnehmen und ist da. Aber wir nehmen jetzt wenigstens mal diesen Punkt da ein. Und die Schiffe, die uns letztendlich sehr gefährlich werden können, sind langsam raus. Das ist gut. Ja, jetzt sehe ich aber leider die kleinen Schiffchen da hinten nicht mehr. Nur noch den großen Schlacht. Das große Schlachtschiff. Ich möchte aber gerne die Kreuzer sehen. Mich würde zum Beispiel auch immer noch Ah. interessieren, ob sowas, sowas wie Total War halt gut ankommen würde. Gute Als jetzt, also Frage. Als was jetzt? Ein Multiplayer. Multiplayer, okay. Also weil natürlich doch, da man da relativ viel natürlich. Entschuldigung, können Sie bitte nicht auf mich schießen? Weil es ja doch relativ viel dort immer zu machen gibt. Ja. Das wissen wir natürlich aus eigener Erfahrung. Die Frage wäre Total War interessant, wenn man auf dieser Kampagnenkarte eben rumlungert und da baut und macht und tut? Das, genau das ist das, was ich mich halt frage, weil das ist halt immer einiges an Zeit Genau, natürlich. da verstreiche ich nämlich sehr viel Zeit, in der eigentlich nicht viel passiert. Und was interessant ist für die Leute, ich weiß es nicht. Also ich kann nur von mir selber sprechen. Wenn ich mir so ein Spiel angeguckt habe, ob es mir gefällt oder nicht, dann habe ich mir diese Kampagnenkartensachen auch nicht wirklich außer die allerersten Präsentationsvideos von den Entwicklern, die natürlich schon. Das ist ein bisschen was anderes. Natürlich. Weil da gibt es ja halt noch nichts anderes zu dem gesamten Spiel. Das ist natürlich dann nochmal anders zu bewerten, aber späterhin die Let's Plays, naja, da guckt man sich halt die Schlachten an. Aber ja, mal sehen. Vielleicht schreiben welche rein und sagen uns. Also da gibt es halt, ja, es gibt halt so viele Möglichkeiten und man möchte natürlich nicht immer das Gleiche machen und wir haben auch noch andere Ideen gehabt, was man vielleicht machen könnte. Das benötigt aber einiges an Zeit auf alle Fälle. Und da muss man sozusagen einfach mal ein bisschen abwarten. Oh, da hat jemand aber gerade noch so meinen Turm zerstört oder zumindest beschädigt. Er kriegt erstmal 13.000 Schaden ab. Blöde Kongo. Aber das ist doch gar nicht die Kongo. Warte mal gucken, jetzt könnte ich es auch gut treffen, die Kongo. Gut, dass ich gerade noch abgebremst habe. 4000 nur. Wir probieren es nochmal. C und E. Nochmal 10.000 auf die Kongo. Den zentralen Treffer. Ich weiß nicht, ob ich lieber die Insel rüberkomme, aber müsste eigentlich klappen. Ja. Ich sehe das Schiff nicht mehr, aber ja, ein Zieltreffer nur. Irgendwelche Treffer sind reingegangen. Oh, ja. Ja, nee, was man noch abschließend sagen muss, wir machen das ja auch alles nur nach der Arbeit in der Freizeit, also da muss man halt mal ein bisschen Rücksicht nehmen. Beziehungsweise wie gesagt, fand ja auch immer noch die Idee lustig, dass man zum Beispiel mit der Community nach und nach irgendwie mal gemeinsam spielt, zum Beispiel per Stream oder so. Ich war auch ganz lustig. Müssten wir dann einfach mal ankündigen. Aber ich glaube, das könnte man sogar mal machen. Was meinst du? Schau, sollen wir schauen, was so rumkommt jetzt. Verdammt! Ein Treffer 2600, aber auch okay. Mal wieder rausjagen aus unserem Punkt. Sollen wir nicht angehen. Dann ist noch die Karlsruhe die ganze Zeit. Hab's vorbereitet und der hatte weggenommen. Würde gerade sagen, wer auch immer das war sehr schön. Ja, ich habe jetzt halt der Endtreffer gelandet und der Emerald, der hat dann. Puzzelt im Ohr. Den Rest gemacht.
Ach, wo kommt denn da die König her? Na, die Ishizuchi. Nicht so viel. Oh, jetzt hat es den hier erwischt. Ja, aber warum? Da hinten ist ein König auf einmal aufgetaucht hinter der Insel und die hat mit einem Schuss den Kreuzer hier auseinandergenommen. Da hinten. Die Ishizuchi, es steht relativ blöd da, weil sie genau an der Insel gefahren ist. Jawoll. Oh ja, frei. Jawoll. Könnte ein schöner Treffer werden. Oh ja. Ah, 4000. Die Frage, wann gibt es wieder erst vorwärts zu fahren? Jetzt, glaube ich. Gucken, wie schnell sie das ihn kann. Oh, wer schießt denn von links? Oh, was? Kein Schaden angerichtet, wo ich nur getroffen habe. Ja, halt da schon so eben kaum Schaden gemacht haben, obwohl die ganze Zeit so blöde da stand. Ja, Chance verpasst. Vielleicht jetzt, wenn er fährt. Oh, den Regen auf den. Und kein Treffer? Ja. Doch, ich habe einen einzigen. Aber 1500. Oh. Wir sollten vielleicht auch nicht so weit weg von unseren Punkten fahren. Naja, wir müssen nachkorrigieren. Jetzt müssen wir sie trotzdem verfolgen. Ja. Oh, schöner Treffer. Wie auch immer den gelandet hat gerade. Oh, jetzt aber, jetzt aber, jetzt aber. Jawoll. Jawoll. Sehr gut, sehr gut. Unser Sieg ist in Sicht. Jetzt ist da hinten noch die König. So, ja, das ist die letzte. Ja. Ich denke mal, das sollte erfolgreich ausgehen. Ja, klar, jetzt erfolgreich aus. Welche Schlachtschiffe? War wahrscheinlich wieder ein Cut. Damit ihr euch nicht langweilt, wie lange wir jetzt hier noch fahren müssen. Oder um die Punkte kämpfen müssen. Ja. Wobei, eigentlich, ich habe dauerhaft durchweg immer was zu tun gehabt. Also. Ja, ich auch. Also, so ist es jetzt nicht. Also, die Kongo schießt über die ganze Karte. Wie bin ich da hinten? Ja. Am besten wäre natürlich einfach das Munitionslager zu treffen. Das ist ja cool, ja. Das wäre mega. Ich habe das auch schon wieder irgendwo gelesen, dass das jemand geschafft hat. Über die gesamte Karte geschossen und dann ab geht die Luzi. Auch erstaunlich, dass die Svetlana es durchgehalten hat. Stimmt, ja. Oh, ey, die Kongo, die fährt weg. Wir müssen die Runde hier über die Zeit bringen. Okay, kann ich auch verstehen. Ja. Wird auch schaffen, naja. Ja, die Svetlana wird jetzt auch kein Risiko mehr eingehen. Hat sie wahrscheinlich wirklich gerade. Mal sehen, ihr werdet ja sehen, ob wir Schnitten haben oder nicht. Oh, du kannst schießen? Ich kann sogar das schießen. Genau in Reichweite. Nochmal getroffen. Das tut nix. Munitionslager, Munitionslager, Munitionslager! Leider nicht. Warum schießt er eigentlich auf dich? Ne? Er hätte ja die Svetlana versuchen können rauszunehmen, aber ne. Nee, er wird die andere nicht sehen, vermute ich. Ah ja, stimmt, das kann natürlich auch noch sein. Jemand auf dich geschossen? Nee. Er hat geknutscht. Er hat mich weggerammt.
Nochmal 2700. Ich treffe ihn immer nur mit einem einzigen Schuss. Ah, das war's. Aber nicht mehr bekommen. Aber gut, das war abzusehen. Hat sich auf alle Fälle wieder gelohnt. Weil wir wollen ja weiterkommen mit den deutschen Schlachtschiffen. Gucken wir uns kurz die Teamwertung an. 92 sind gut vorne mit dabei. Ich habe übrigens 15 Dellentreffer gemacht. 5? Ja, 5! 5 Zitadellentreffer. Ich gebe ein Gesuch auf für einen neuen Teamspieler. Der das auch Spaß macht und nicht wegen der Zitadellentreffer. Ja. Nee, sehr gut. Ja, muss mir ein Beispiel an Sven nehmen. Richtig. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da und ich hoffe, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Tschüss. Und bis zur nächsten Runde. Ciao.